Was ist ein Denkmal? Warum sind Denkmale so wichtig und schützenswert? Und gibt es in meinem Heimatort Denkmale zu entdecken? Diesen Fragen gehen 72 Kinder der Grundschule Wiegs auf den Grund. Eine ganze Schule von Klasse 1 bis 4 begibt sich auf Spurensuche. Das Motto: Denkmalschutz und Schule. Grundschüler erleben Denkmale. Auf spielerische Art und Weise erleben die Kinder einen emotionalen Zugang zur Landesgeschichte, lernen so ihre Heimat neu kennen. Aber passt die Aktion auch zu den aktuell geforderten Unterrichtsinhalten? Und warum ist es der Landesdenkmalpflege wichtig, dieses Projekt bekannt zu machen? Wir möchten eigentlich ganz gerne dokumentieren, einmal diese besondere Aktion, aber wir möchten auch Mut machen, selber sich mal an so eine Aktion heranzutrauen, da wir ganz eindeutig mit dieser Aktion auch die Bildungspläne, sowohl die alten Bildungspläne von 2004, die ja jetzt noch gültig sind, bedienen, sondern auch in den neuen Bildungsplänen wird es da meines Kenntnisstandes nach Anknüpfungspunkte für die Lehrer geben. Und es soll einfach auch Mut machen und zeigen, wie begeistert die Kinder sind. Ne? Im Schuljahr 2009-2010 hat das Landesamt für Denkmalpflege diese Aktion angestoßen. Dabei kooperiert es mit dem Kultusministerium, dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und dem Architekten- und Ingenieurverein Stuttgart. Was macht dieses Projekt aus Sicht der Schule lohnenswert? Dass die Kinder in ihrem Heimatort, also da, wo sie wohnen, lebensnah und real, die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Welt ins Auge fassen können. Und so erläutert Steinmetzmeister Heiner Kühndorf den angehenden Denkmalprofis sachkundig die Geschichte des Dorfbrunnens. Wahrscheinlich gab es aber halt in Wiegs oder in der Umgebung keine Steine, die so dicht waren, dass man das für einen Brunnen verwenden konnte. Durch Menschen wird die Vergangenheit gegenwärtig, sage ich jetzt mal. Und diese Zeugen, diese Denkmale, die es gibt, das sind die Zeugen der Vergangenheit. Und die können die Kinder durch die Menschen, die Experten, die wir jetzt hier gewinnen konnten, fantastischerweise, wurde das lebendig. Also am besten ist Eis so, dann sieht man ein wenig so, dass du... Spielerisch kreativ vermitteln die ehrenamtlichen Experten Geschichte, trainieren ganzheitliches Sehen und Umsetzen. Die jungen Denkmalprofis erleben praxisnah traditionelle Berufe. Sie entdecken, was ein Denkmal ist, und sie erfahren, wie es geschützt und bewahrt werden kann. Was können die Dorfbewohner tun, damit der Brunnen erhalten bleibt? Was denkst du? Die können da vielleicht also den Brunnen mal putzen oder wenn da halt Risse sind, können die so einen Risskleber nehmen und da vielleicht ein bisschen Kleber drauf machen. In der Regel erarbeitet die Klassenlehrerin mit einem ehrenamtlich tätigen Architekten für ihre Schulklasse ihr jeweiliges Denkmalprojekt. In Wiegs jedoch ist die ganze Grundschule involviert. Und zahlreiche Helfer aus dem Dorf, sogenannte Experten, tragen mit ihrem Wissen und ehrenamtlichen Engagement zur erfolgreichen Umsetzung bei. Das ist außergewöhnlich. Die Grundschule Wiegs macht es eigentlich besonders, dass ursprünglich nur die Schulleiterin mit ihrer dritten Klasse mit 12 Kindern teilnehmen wollte. Die Lehrerinnen davon mitbekamen und spontan sagten, ups, das interessiert uns auch, da machen wir auch mit. Und wir haben jetzt hier plötzlich alle Jahrgangsstufen von 1 bis 4. Wir haben nicht nur ein Kulturdenkmal, das die Kinder aufsuchen mit dem Architekten. Wir haben hier auch Engagement der Dorfbewohner vom Milchhüsli und seiner Bedeutung bis zum Brunnen oder Kalkbrennofen. Und das ist schon etwas Besonderes, das passiert nicht an jeder Schule. So, dass nichts passieren kann. Nehmen wir da an. Das ist im Prinzip das, was wir vorhin von unten gesehen haben. Und das ist auch wieder der Holzwurm überall drin, das ist der Holzbock. Und da drüben ist noch ein richtiges Fachwerk. Gemeinsam mit dem Architekten Harald Klemm erkunden die jungen Denkmalprofis einen ehemaligen Hof, der vorübergehend als Rathaus genutzt wurde. Jetzt steht er seit vielen Jahren leer und ist daher ein geeignetes Zeugnis längst vergangener Tage. Die jungen Schüler entschleunigen, wenn sie sich auf Spurensuche in die Vergangenheit begeben und sie erfahren, wie früher gebaut und gewohnt wurde. Der Architekt und die Lehrerin gestalten das Projekt individuell.
Die Denkmalpflegepädagogik unterstützt die Beteiligten gerne mit Lehrmaterial und Know-how bei der Konzeptentwicklung. Denn das Projekt soll auch den ehrenamtlichen Experten Freude bereiten. Es war insgesamt sehr, sehr interessant. Die Kinder waren insgesamt sehr diszipliniert und auch sehr interessiert. In dem Gebäude, wo wir besichtigt haben, haben sie sehr, sehr viel Altes entdeckt, wo man selber noch gar nicht sieht. Das war ja ein unbewohntes Gebäude, wo mehr als Abstellkammer benutzt worden ist. Durch das haben wir tatsächlich sehr, sehr viele schöne alte Sachen entdecken können. Und die waren sehr, sehr kreativ. Für mich war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich würde es begrüßen, würde es mehr Schüler so machen. Weil ich glaube, das war tatsächlich ein sehr engagiertes Lehrerteam und die anderen, die dabei waren, auch. Und die Kinder haben ihren ganz, ganz großen Anteil daran, dass das ein gelungener Tag war. Der Kurs da hinten, der kommt über den Rücken. Der kommt über den Rücken. Und hier unten ist dann nochmal ein Gurt unter dem Bauch durch, wird er da eingehängt. Aber es war halt so, das ist, ja, früher war es halt einfach schwer. Auf dem Hof der Bäuerin Verena Siebert erfahren die jungen Denkmalprofis, wie einst die Milch vom Bauernhof ins Milchhüsli gelangte. Das denkmalgeschützte Milchhüsli war bis Mitte der 1990er Jahre Milchsammelstelle fürs ganze Dorf. Was hat dir heute besonders gut gefallen? Also, mich hat es interessiert mit dem Milchkannen, wie viele Liter da sind. Vor allem hat mir die große gefallen. Ich habe gedacht, das wären jetzt so 15 oder 20 Liter, aber dann waren es ja 40. Das hat mich voll erstaunt. Heute ist im ehemaligen Milchhüsli der Burelade untergebracht. Im Bauernladen gibt es Fleisch, Gemüse und Brot aus der Region zu kaufen. Dank der neuen Nutzung konnte das einstige Milchhüsli erhalten werden, weiß Expertin Vreneli Herrlan den Kindern zu berichten. Die Geschichtlichkeit, auch ich bin in diesem Prozess drin. Das, was ich jetzt erlebe, ist vielleicht die Geschichte von in 50 Jahren oder in 100. Ja, dann ist das genau dasselbe, nur bin ich dann die Vergangenheit. Und dieser Prozess, ich finde es fantastisch, wenn man das ein bisschen anbahnen kann bei den Kindern. Gemeinsam mit dem Schlossermeister Dieter Gebhardt erkunden die Schüler den historischen Kalkofen von Wieck. Also bei mir ist es so, ich bin ja in Wieck geboren oder bin in Wieck. Man will irgendwas zurückgeben, was man ja selber erfahren hat, was man bekommen hat. Und eigentlich muss ich sagen, die Wieckser Schule, die Grundschule, die ist eigentlich sehr vorbildlich. Mit dem ganzen Lehrkörper, gerade speziell mit der Frau Jägel, also es ist schon unwahrscheinlich, was die auf die Beine stellen. Und es ist eine, wirklich eine so wunderschöne Schule, behütet sind die Kinder ja. Und ich glaube, das muss man einfach unterstützen. Man hat auch gesehen, wie man das Ohr mit Tannenreisig abgelegt hat. Wir wollen wissen, welche Erfahrungen Hochbauamtsleiter Bertram Ludwig mit den jungen Denkmalprofis am Kalkofen gesammelt hat. Also ich fand das sehr spannend. Vorbereiten habe ich mir überlegt, was kann man überhaupt mit Grundschülern machen, weil wir sonst ja mit vielen Erwachsenen, mit Architekten, mit Fachleuten zu tun haben. Aber ich fand es erstaunlich, wie aufgeschlossen die Kinder waren, wie sie auch doch eine komplizierte Materie eigentlich auch rüberbekommen haben und wie sie es aufgenommen haben und dass sie es erkannt haben, was es damals doch für Funktionen gab. Ich habe mich immer gewundert, was das für ein Bauwerk war dort unten. Und jetzt weiß ich, dass das ein Kachelofen ist. Oft sind es ja versteckte Denkmäler, was ja zum Teil nur noch einige wenige Alteinheimische kennen und neu zugezogene praktisch nicht mehr. Und das ist an sich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das nennt sich auf den Heidengräber. Und zwar hat's hier recht. Ein weiteres Denkmal von Wieck liegt tief im Wald verborgen. Die Gemarkungsgrenze mit ihren historischen Grenzsteinen. Ich werde den Kindern erzählen, was überhaupt eine Grenze ist. Die Funktion zeigen, die eine Grenze hat und warum hier die Steine stehen. Damit die Leute wissen, wo gehört es mir und wo gehört es dem anderen. Das führt ja unter Umständen zu Streit oder hat zu Streit geführt. Am letzten Projekttag wird die Denkmaltour zur Tour de Wiecks. Die französische Partnerschule aus Ferrette ist zu Besuch. Die frisch gekürten Denkmalprofis erläutern nun ihren französischen Gästen die Denkmale in ihrem Dorf. C'est un super projet.
Das ist ein tolles Projekt. Auch wir setzen uns mit dem Kulturerbe auseinander. Wir dürfen die alten Häuser und Straßen, die alten Bauwerke nicht vergessen. Und natürlich ist es sehr interessant für die Kinder, dass sie dabei das alte Dorf neu entdecken. Die Dorfkapelle in Wieks kennt natürlich jedes Kind. Dass auch die Kirche ein Kulturdenkmal ist, dieses Wissen haben sich die Grundschüler in den letzten Tagen Schritt für Schritt erarbeitet und so das Gotteshaus aus einer ganz neuen Perspektive kennengelernt. Also ich sehe darin ein Zusammenspiel, weil ich glaube, dass Schüler anders in dieses Haus wahrnehmen. Sie sagen, das ist ein Denkmal innerhalb oder Denkmal drüber nach. Da steht ein kleines Kapellchen und das hat etwas zu tun mit meiner Dorfgeschichte. Und dadurch ist das wieder ein Zugang, zu sagen, ich gehe in dieses Gebäude mit einer ganz niederschwelligen Form rein, weil ich es als Denkmal sehe, weniger jetzt als Gotteshaus. Und ich glaube, so muss Kirche arbeiten. Das Wahrzeichen von Wieks, der Aussichtsturm Hohe Flun, darf natürlich nicht auf der Denkmaltour fehlen. Als begehrtes Ziel von Wanderungen ist er den jungen Denkmalprofis bereits bestens bekannt. Und doch gab es viel Neues zu entdecken. 1874 wurde der gebaut. Und der wurde aus Kalkstein gebaut. In Begleitung der französischen Partnerklasse findet die Denkmaltour am Hohe Flum ihr Ende. Zeit für ein persönliches Resümee. Dieses Projekt ist einfach fantastisch. Es hat eine Eigendynamik entwickelt. Am Anfang war die Idee, dass die Denkmäler zu lebendig werden zu lassen für einzelne Kinder. Dann hat die ganze Schule mitgemacht. Dann kam ein Experte nach dem anderen dazu. Und jetzt erzählt sich im Dorf, was macht unser Dorfprojekt. Und das finde ich schön, denn das ist die Heimat der Kinder. Und die sollen ja hier sich auskennen, die sollen verbunden sein. Und diese Verbindung, diese Identität, das stiften diese Denkmäler. Hat dieser Film Sie inspiriert, selbst auf Spurensuche zu gehen? Als Lehrkraft einer Grundschule finden Sie zu Beginn des Schuljahrs alle wichtigen Informationen in einem Rundschreiben der Ministerien. Diese beinhaltet auch eine Liste von Architekten sowie in Frage kommenden Denkmalen. Die ehrenamtlichen Architekten wiederum können sich mit ihren Vorschlägen jederzeit ans Landesamt für Denkmalpflege wenden. Wir freuen uns auf Ihre Initiative.